Herzlich willkommen zu den ermutigenden Geschichten von Eventpastor und Life-Coach Mickey Wiese. Hey ho, hey ho. Hallo, ihr Lieben. Heute Morgen möchte ich euch gerne wieder einen ganz praktischen Tipp geben, wie ihr die harte Kruste des Alltags wieder einmal durchbrechen könnt, wie ihr tiefer graben könnt als der alltägliche Frust und Neues zutage fördern könnt. Diese Übung ist mir letzte Woche über den Weg gelaufen und ich glaube, das könnte wirklich etwas Positives austragen. Und so geht sie. Fülle dir doch einfach einmal die rechte Hosentasche mit einer ganzen Handvoll Erbsen, getrocknete Erbsen, Kichererbsen oder auch getrockneten Bohnen, was auch immer. Und jedes Mal, wenn du durch den Alltag gehst und du sagst, oh, das ist aber schön, das ist aber eine tolle Sache, jemand hat mich angelächelt oder die Sonne scheint so auf meine Wange oder ich bin gerade durch einen Baum gelaufen und ein Blatt hat mich berührt, ich habe eine gute Note bekommen, ich habe irgendetwas, das mir gelungen ist, irgendetwas, das mir Freude gemacht hat, jemand schenkt mir was oder ich schenke mir selber was. Und das finde ich so gut. Und jedes Mal, wenn so etwas passiert, packst du in deine rechte Hosentasche, holst eine Erbse heraus und wechselst sie in die andere Hosentasche, in die linke Hosentasche. Und dann schaust du mal, wie viel Erbsen am Abend in deiner linken Hosentasche sind. Und du wirst überrascht sein, wie viel Gutes dir an diesem Tag widerfahren ist. Dies ist eine gute Übung, um auch am Abend, wenn man das Gute, das einem widerfahren ist, so schnell vergessen ist, das dann auch wieder zutage fördern zu können. Die Gegenprobe dazu ist die sogenannte Wolfgang-Petri-Methode. Die Wolfgang-Petri-Methode geht so, dass du an deinen linken Arm lauter bunte Armbändchen machst. Und jedes Mal, wenn du anfängst, undankbar zu sein, zu fluchen, Hölle, Hölle, Hölle zu sagen über irgendetwas, was dir widerfährt, dann musst du ein Bändchen umwechseln auf den anderen Arm. Und du wirst sehen, wie schnell du aufhören wirst, Hölle, Hölle, Hölle zu sagen. So, das waren wieder zwei praktische Übungen, wie man im Alltag tiefer graben kann als der Frust und jede verkrustete Frustration durchbrechen kann. Und ich hoffe, dass euch damit wieder einiges Gutes und Neues widerfährt in dieser neuen Woche und sage wie immer alles Liebe, euer Mickey.